Heute Morgen stellten die Direktoren des Museums für Moderne Kunst, die Unterstützer des Museums sowie Vertreter der Stadt Frankfurt den neuen zusätzlichen Standort des Museums, das MMK 2, vor. Das Museum für Moderne Kunst hat jetzt 3 Standorte. Das Hauptgebäude nach wie vor in der Domstraße, in dem von Hans Hollein gebauten Hauptgebäude. Das MMK 1, dann haben wir hier das MMK 2 im Taunusturm. Und wir haben nach wie vor unsere 3. Location, das MMK 3, im ehemaligen Hauptzollamt der Stadt Frankfurt. Die rund 2000 Quadratmeter des neuen MMK 2 sind ausschließlich durch private Finanzierung entstanden. 1,5 Jahre wurde am Museum geplant und gebaut. Nun erstreckt es sich über das 2. Obergeschoss des Taunusturms. Den Besuchern bietet sich eine Ausstellungsfläche von 1750 Quadratmetern sowie ein Museumsshop und Café. Das MMK 2 wird ausschließlich Ausstellungen zeigen, die sich aus der Sammlung heraus schöpfen. Wir wollten diese Erweiterung des Museums, die war uns besonders wichtig, damit wir mehr von unserer wirklich großen und bedeutenden Sammlung zeigen können. Im MMK 2 wird es alle 6 bis 8 Monate einen Ausstellungswechsel geben. Das bietet dem Museum die Möglichkeit zur Entwicklung der vielfältigsten Szenarien. Die erste Ausstellung Boom Shiboom beginnt dann offiziell diesen Sonntag. Mit einem Open House können dann alle Interessierten kostenlos von 14 bis 18 Uhr das MMK 2 kennenlernen. Wir haben dafür 28 Künstlerinnen ausgewählt, die hier unterschiedliche Werke zeigen in unterschiedlichen Medien, Fotografie, Malerei, Bildhauerei, Installation bis hin zu Videoarbeiten. Die Ausstellung befasst sich mit Werken von den 60er Jahren bis heute. Jedoch soll der Fokus mehr auf den Entstehungen der aktuellen Zeit liegen, wie die 2010 entstandene Performance der Künstlerin Vanessa Beecroft. Am Sonntag gibt es auch Architekturführungen, um den 10-minütigen Fußweg zwischen den 3 Standorten des MMK spannender zu gestalten.